So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, ist der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Und normalerweise habe ich in letzter Zeit ja gewartet, bis ich mehrere Sachen zusammen hatte, mehrere Bestellungen, Fanpakete, Post, wo ich gar nicht wusste, was da drin sein soll. Jetzt ist es aber wichtig, jetzt geht es um die Wurst. Jetzt habe ich was bestellt, das ist angekommen, kurz vor dem Gera-Urlaub. Wir nennen es einfach mal Urlaub. Heute Abend ist das wichtig, heute Abend wird das gebraucht am Dienstagabend, deswegen muss ich das jetzt auspacken. Es ist nur ein Paket, das sieht sehr unscheinbar aus, aber dieses Paket hat es in sich. Bei mir zumindest, denn ich bin so geflasht gewesen, ich zeige euch gleich was es ist, erzähl was dazu und warum ich Idiot statt 60 Euro fast 100 Euro ausgegeben habe, 40 Euro mehr als hätte sein müssen, weil ich so bin, wie ich bin und ihr das bestimmt anders gemacht hättet. Wir machen das jetzt hier einfach mal auf. Das ist natürlich wieder von Amazon. Das habe ich ganz kurz mal auf meine Wunschliste gesetzt, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und jetzt ist es da. Jetzt haben wir das hier. Meine neue Fernbedienung, genau. Nee, das ist noch so mit drin. Das Problem ist, dass Jonas... Der will immer an die Fernbedienung, der will immer an die Handys, der will immer überall ran, alles was er so sieht. Und jetzt haben wir ihm schon so einen Controller aus Gummi bestellt, den er immer nimmt, dran rumknabbert, mit dem er immer spielt. Und hier habt ihr zweimal Fernbedienungen aus Gummi. Das ist Spielzeug für die Badewanne, das kannst du aber natürlich auch so tagsüber nutzen, biegen, rumschmeißen und alles. Aber darum geht's nicht. Das ist jetzt nur Zusatz, der damit drin ist. So, jetzt mache ich mal noch ein Stück zurück. Ich möchte euch jetzt mal zeigen, hier ist... Verdammt, jetzt muss ich es wieder weg. Wo ist es denn? Hier hinten ist es. Pass auf, hiermit müssen wir anfangen. Hier ist eine DVD drin. The Immortal, der Unsterbliche. Spektakulär episch und voller Twists. Von den Machern von Gomorra. Kennt ihr diesen Glatzkopf? Diesen Film habe ich noch nicht gesehen. Diesen Film brauche ich aber, denn hier geht es um den, wie heißt der jetzt wieder? Shiro, genau. Ich habe immer Shiro Kondo gesagt. Hier geht es um Shiro, den Unsterblichen. Und da steht ja auch, dass es von den Machern von Gomorra ist. Und deswegen habt ihr hier auch noch 5 weitere Boxen mit dabei, was auch alles Gomorra ist. Nämlich Gomorra Staffel 1. In einer 5-DVD-Box, da sind 5 Discs drin, Gomorra Staffel 1. Dann haben wir hier drüben Gomorra Staffel 2. In einem Pappschuber sogar. Verstehe ich nicht, wieso das alles so unterschiedlich ist. Hätten sie doch hier auch einen Pappschuber drum machen können, wenn hier ein Pappschuber ist, damit das alles irgendwie gleich aussieht. Jetzt sieht es aus, als würde hier was fehlen und hier wäre was zu viel. Dann haben wir die Staffel 3 wieder ohne Pappschuber. Ich blick da gar nicht durch. Hier ist auch wieder Shiro, ne? Bei der Frau mit dem Handtuch, die nackt ist. Das ist sehr schön. Das ist, da muss man sich das natürlich holen, sonst sieht man das ja gar nicht. Dann haben wir Staffel 4 Gomorra, mein absolutes Lieblingscover. Guckt euch den Jenna an, ja, wie der hier steht. Und dieser blaue Dunst, hier dieses Licht, was ist das? Blaues Licht, genau so muss das aussehen. Und Gomorra Staffel 5. Und oh mein Gott, wie kommt dieses Bild zustande? Das geht eigentlich gar nicht, das ist unmöglich. Und jetzt habt ihr vielleicht überall gesehen, dass da immer bei Gomorra dieser Glatzkopf dabei ist, der eben hier in diesem Extrafilm auch dabei ist. Ich habe letztens auf Netflix nämlich mal die Serie Gomorra gesehen. Auf Netflix gibt es aber nur Staffel 1 von 4 von der Serie Gomorra. Die 5. Staffel gibt es nicht auf Netflix. Die müsstest du irgendwo über einen Streamingdienst dir kaufen, damit du dir die mal angucken kannst. Bei Netflix ist das aber auch so, dass Sachen mal da sind, auch mal wieder verschwinden. Ich weiß nicht, ob die 5. Staffel je zu Netflix kommt, aber die Serie Gomorra hat mich so gepackt, hat mich so gefesselt, hat mich so eiskalt erwischt, hat so mit meinen Gefühlen gespielt. Und immer wenn du eine Bindung zu jemandem aufgebaut hast und ihn richtig toll fandest, ist er gestorben und immer aus dem Nichts. Es war mega brutal,
kaltblütig, skrupellos, so viele Wendungen, so viele Überraschungen. Das ist so eine richtige Mafia-Serie sozusagen. Das ist so richtig, da geht es um Drogen, da geht es um Geld, da geht es um alles mögliche, Bandenkriege. Und das ist so genial gemacht. Das fand ich, ich habe gesagt, ich brauche unbedingt die 5. Staffel. Und jetzt waren wir in Gera, dann war die Mama da, dann ist die Mama weg und Dienstagabend wollen wir den schönen Gomorra-Abend machen mit Pizza und Gomorra Staffel 5. Deswegen musste ich das jetzt auspacken, denn wir sind so gehypt auf die 5. und letzte Staffel. Immer wieder also ist der Glatzkopf da mit dabei, das ist also der Shiro. Und der hat halt den Namen der Unsterbliche. Es wird immer mal ein bisschen was angedeutet, warum er der Unsterbliche heißt, aber es wird nicht komplett drauf eingegangen und dann hieß es, es gibt auch extra einen Film, der sich nur um Shiro dreht, der Unsterbliche heißt. Und wenn du den guckst, dann passt der zeitlich am besten zwischen Staffel 4 und 5. Und das ist perfekt, denn wir haben ja jetzt die 4. Staffel geguckt, könnten uns dann also den Shiro-Film angucken und dann die Staffel 5. Und dann haben wir das ganze Gomorra-Universum abgeschlossen. Du siehst ja auch, wie der zu seinem Namen kam, der Unsterbliche. Du siehst, glaube ich, Sachen aus seiner Kindheit und so, um dieses ganze Gomorra-Universum nochmal irgendwo aufzubröseln. Jetzt hatte ich das Problem, es gab eine komplette Gomorra-Box. Es war also einfach ein fetter Karton, vielleicht so dick, so breit. Da stand einfach Fett Gomorra vorne drauf. Da waren alle 5 Staffeln plus der Film Der Unsterbliche drin für 59 Euro, was an sich günstig ist. Denn wenn du hier eine Staffel bestellt hast, hast du vielleicht 15 Euro für die erste bezahlt. Dann hast du vielleicht 20 Euro für die zweite bezahlt, dann hast du vielleicht 23 Euro für die dritte bezahlt und so weiter, dass du irgendwann bei 26 Euro gelandet bist oder so für eine Staffel plus noch den Film, bist also auf weit über 100 Euro gekommen, um die Staffeln alle zu haben. Das nimmt jetzt natürlich mehr Platz weg. Das kann natürlich verloren gehen, wenn du eine riesen Box hast, ist das alles in einer Box drin. Aber die Box sah so trist aus, dass du einfach nur so wie so ein graues Bild hattest, wo in Rot Gomorra drauf stand und das war's. Da waren dann insgesamt 21 Discs drin, wahrscheinlich wieder so zum Aufklappen als Buch. Und das ist komplett, das ist günstig. Aber mir ging es auch um die Cover, mir ging es um das Artwork. Ich wollte das einfach alles so einzeln haben, weil mich bestimmte Cover halt sehr angesprochen haben. Ich meine hier, die Immortal, okay, das ist jetzt nicht so wichtig gewesen, aber der ist eben da auch dabei. Wenn wir aber wirklich so mal durchgehen, die einzelnen Staffeln, Moment, hast du ja hier trotzdem immer genau, um wen es sich dreht in der ersten Staffel. Du hast immer ein Frontcover und du hast hinten dann auch immer noch ein Backcover dazu mit nochmal Texten, die sich genau nur auf die eine Staffel beziehen. Kleine Bilder aus der Staffel, diese ganzen Artworks, die sie da extra gemacht haben, dann wieder, was ist jetzt? Man sieht schon, oh, der Glatzkopf ist nicht mehr vorne, der erste, da steht der Jänner plötzlich und ist der erste, aber hier auch wieder immer nur einzelne Texte dazu, kleine Bildchen, also das ist viel detaillierter, als wenn du da einfach nur so einen schwarzen Klumpen hast als Hülle und siehst nichts. Auf der anderen Seite könnte man denken, vielleicht ist das auch gespoilert, wenn man hier andere Sachen sieht, wie hier die mit dem Handtuch. Das ist gespoilert. Dann sagst du, oh, wissen wir schon wieder. Aber das Cover fand ich am besten. Diese Kreuze, die so blau leuchten, was sich da spiegelt hinten, an den Fliesen, er mit seinem Ring im Gesicht, die Narbe. Das, eigentlich hätte ich mir diese Staffel einzeln holen wollen, nur wegen dem Cover. Und die anderen hätte ich eigentlich in der Box nehmen können. Aber das ist auch irgendwie blöd, deswegen haben wir einfach alle Staffeln jetzt einzeln genommen. Hier, Nackenklatscher, Bruder, was geht ab? Hier, ich fahre durch dein Haar und merke, da ist keins. Wow, richtig genial. Vor allem alles ab 16, kann ich mir gar nicht erklären. Das war so brutal. Du hast so viel Blut gesehen, zerberschte Gesichter. Das müsste eigentlich ab 18 sein. Und ich habe bisher einmal eine Serie gehabt, der Hype schon lange vorbei, Breaking Bad. Jeder hat Breaking Bad geguckt. Ich habe irgendwann dann auch mal angefangen, Breaking Bad zu gucken, 20 Jahre später, und fand das dann so interessant. Da ging es ja auch wieder um Drogen, Kartelle, Banden, und irgendwie ist das so ein Fable, dass ich da gut drin bin. Deswegen habe ich das geguckt und fand das auch so toll, dass ich ja unbedingt die Breaking Bad Box haben wollte mit allen Staffeln drin. Und das
ist für mich im Prinzip genau sowas. Auch eine Serie, die mich so gefesselt hat, eine Serie, die mich so berührt hat, die mich zum Weinen gebracht hat, die mich zum... ich hatte Wutanfälle, ich habe komplett... Mein Verstand ging kaputt und dann wurdest du immer so eiskalt dann zurückgelassen wieder. Hast gedacht, nein, das kann doch nicht sein, warum denn? Und so viel Emotionen habe ich noch nie bei einer Serie gehabt. Breaking Bad, Gomorra sind die zwei Serien, die für mich bisher immer am meisten herausgestochen sind. Hier wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als bei Breaking Bad. Deswegen, wer das nicht kennt, ich empfehle euch, schaut mal Gomorra an. Auf Netflix könnt ihr die ersten 4 Staffeln gucken. Wenn ihr Gomorra kennt, schreibt es mal rein. Wenn ihr es nicht kennt, schreibt es mal rein. Ich empfehle es euch, guckt es euch mal an. Und ich bin gespannt auf die 5. Staffel. Jedes Mal 12 Folgen, jede Folge 1 Stunde. Immer wenn du schon hörst, die Musik fängt an, dann passiert jetzt was, was dich wieder eiskalt trifft und dann zurücklässt, bevor du irgendwann in die nächste Folge gestürzt wirst. Immer ein Cliffhanger, ihr wisst das, Cliffhanger sind immer gut, aber hier waren die Cliffhanger so mega brutal und schockierend gleichzeitig und oh, sowas habe ich noch nicht erlebt. Das ist toll, das macht Spaß, so eine Serie zu gucken, deswegen habe ich mir auch gerne jetzt hier diesen ganzen Stapel geholt in der Gomorra-Box. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Hier sind Jonas, seine Fernbedienung, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.